Merkel zu Thüringen wohl, Ergebnismus Raken sind gemacht worden. In Südafrika hat sich die Bundeskanzlerin das erste Mal zur Ministerpräsidentin Wahl in Thüringen Joseph. Erfurt Pretoria Kanzlerin Angela Merkel, CDU, hat die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mehr Stimmen als Albert Seilitz kritisiert. Das Ergebnis dieses Wahlgangs muss erkannt gemacht werden, hat Merkel am Donnerstag bei einem Besuch in Südafrika erzählt, sich damit direkt hinter Neuwahlforderungen. Merkel beton, es war ein schlechter Tag für die Demokratie, es war ein Tag der müde geworden, ad übersesengen der CDU zerbrochen hat, es musste deshalb getan werden, damit duplitz wird, dass diese Gegner weiß, mit dem in Übereinstimmung zerbrach werden, und was die CDU deckt tut daran, wo ich in den 8. Tagen zu arbeiten sein, sagt Merkel. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich war am Mittwoch im Thüringer Landtag überraschend mit den Stimmen von liberalen CDU und auch zum Regierungschef gewählt worden. Der Kandidat der FDP, der im Herbst nur nach dem Sprung in den Landtag geschafft hat, setzte sich jetzt in den bisherigen Regierungschef Bodo Ramelow von den Linken durch. Es war das erste Mal, dass die auf deinem Ministerpräsidentin Samhaft, wo es in Thüringen weitergeht, konnte ihr im PAG 24 Liebetiker verfolgen.